Hallo Leute, herzlich willkommen. Ich hoffe, mir gerade, ja Leute, in diesem Sankt-Jahr gehen. Ich öffne in diesem Video über 300 Star-Drops und plus nochmal die 40 Megaboxen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, Daniel, von wo hast du diese 200 Star-Drops und plus nochmal die 40 Megaboxen? Und die Antwort lautet auf jeden Fall, ich habe in Brawl Stars insgesamt 5 Accounts und ich werde auf jeden Fall auf jeden Account auf jeden Fall die Belohnung auf jeden Fall abholen. Auf meinem Main-Account wird es auf jeden Fall nicht so spannend, weil ich habe alle Brawler und fast alle sogar auf Power-Level 11. Aber auf den anderen Accounts sieht es auf jeden Fall nicht so aus. Es wird auf jeden Fall extrem spannend, also like das Video, abonniere diesen Kanal kostenlos, aktiviere nochmal die Glocke, schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende, damit du siehst, was ich auf jeden Fall alles ziehen werde. Ziel ist es auf jeden Fall auf den Free-to-Play-Account, dass ich auf jeden Fall einen legendären Brawler auf jeden Fall ziehe. Ich würde sagen, wir gehen nicht lange rum, sondern ich gehe jetzt auf jeden Fall auf meinen zweiten Account, weil hier auf dem Main-Account ist es auf jeden Fall nicht so spannend. Das werde ich auf jeden Fall das Ganze erst am Ende machen. So Jungs und Mädels, jetzt sind wir auf jeden Fall auf meinem zweiten Account. Vielleicht fragt ihr euch bestimmt, ey Daniel, was ist das Ganze jetzt auf jeden Fall für ein Account? Vor über einem Jahr habe ich auf jeden Fall so ein Projekt erstellt. Und zwar 10.000 Pokale auf jeden Fall in einer Season zu erreichen mit euch. Also wir haben Duos gespielt, wir haben Pro Bowl gespielt und das Ganze haben wir auf jeden Fall erreicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall auf diesem Account 9.988 Pokale. Aber wenn wir auf dem Profil gehen, dann sehen wir die glatte 10.000 Pokale. Ja, es wurde auf jeden Fall wegen Season Reset auf jeden Fall ein bisschen die Pokale zurückgezogen, aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht so tragisch. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall die 7 Megaboxen und die 42 Star Drops. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall mit Star Drops an, weil ich finde, die Megaboxen, die sind auf jeden Fall schon spannender, also die sind mehr spannender als Star Drops, weil ich meine, guck mal, aus den Star Drops, da bekommst du halt mehr, weil es sind dann 42 Items, aber ich meine, guck mal, wir bekommen so billige Sachen halt, also Münzen und irgendwelche Makelverdoppler, guck mal, irgendwelche Powerpunkte und so. Und das finde ich hier nicht so spannend. Ich finde das Allerspannendste eigentlich bei den Megaboxen. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was wir auf jeden Fall da ziehen werden. Genau, ich zeige euch nach den Star Drops, zeige ich da meine Brawler, also welche Brawler ich habe, welche Brawler mir fehlen. Genau, damit ihr das Ganze auf jeden Fall wisst. Weil, ja, aus der Star Drop sehe ich gerade, wir ziehen nichts. Guck mal, wir ziehen die ganze Zeit nur seltene Sachen. Wo ist jetzt auf jeden Fall legendärische Sache oder mythische wenigstens? Wo ist das Ganze, frage ich mich. So, super selten, haben wir nichts. Episch, kaum episch. Auch nur Münzen, wieder episch. Nichts Neues. Also wir brauchen hier wirklich geile Sachen. Hier aus diesen ganzen Star Drops, man bekommt halt nichts gefühlt. Deswegen, ja... Deswegen finde ich es nicht so geil, ne? Deswegen habe ich mir wirklich auch gewünscht, dass wir 7 Megaboxen eher bekommen. Aber die Abstimmung hat auf jeden Fall 50-50 gezeigt. Und deswegen haben wir beide Sachen bekommen jetzt, also diese beiden Belohnungen. Das finde ich geil. Aber wie gesagt, guck mal, aus den Star Drops gewinnt man halt gar nichts und finde ich nicht so nice. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare, für was seid ihr eigentlich? Also wart ihr für die Megaboxen oder wart ihr für die Star Drops? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, das Ganze mal zu lesen. Also ich war auf jeden Fall für die Megaboxen. Genau, ich finde die Megaboxen auf jeden Fall besser. Jetzt sind auf jeden Fall die 42 Star Drops auf jeden Fall zu Ende und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall meine Brawler. Und ich habe insgesamt 30 Brawler, oha, so viele. Ich dachte, ich habe... bisschen weniger. Ich dachte, ich habe so 20 Brawler, aber ich habe insgesamt schon 30 Stück und mir fehlen noch hier Pipa, Pam, Frank, Nani, Edgar, also extrem viele epische Brawler. Legendär habe ich nichts, vermute ich mal. Ja, ich habe nichts. Und mythisch habe ich eigentlich auch, glaube ich, nichts. Oh doch, Search habe ich. Search habe ich damals gezogen, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Also ich habe ihn sogar 500 Pokale gepusht, deswegen erinnere ich mich gar nicht. Das ist extrem lange her. Auf jeden Fall, wir drücken jetzt auf jeden Fall auf die 7 Megaboxen. 1, 2, 3 und 6 verbleibende. Oh, haben wir etwas? Oh, wir haben 4? Ah nein, es kann doch auch ein Skin sein und so. Mann, damals war es besser, weil wenn es zum Beispiel jetzt die 2 geblinkt hat damals, dann waren halt 2 Items. Also es waren zum Beispiel 2 Brawler. Und es war extrem krass, aber heutzutage ist es auf jeden Fall nicht so krass. 3 Items? Hä, warum so wenig? Also ich bin ein bisschen enttäuscht von den Megaboxen. Okay, 7 Stück. Okay, die 3 blinkt. Oh, die 2 blinkt sogar. Oh, 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 Colt haben wir gekriegt. Also den Colt-Skin. Und wir haben nochmal die Rico-Skin gekriegt. Ey, das ist geil. Besser als gar nichts. Also wir haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Sachen gekriegt als bei den Star Drops. Ich sag dir ehrlich, das waren jetzt auf jeden Fall
mehr Sachen als bei den Star Drops. Und es ist auf jeden Fall 8 verbleibende. 4 blinkt. Okay, die 3 blinkt nicht. Oh, Star Shelly. Schön wär's, dass Star Shelly wär. Ne. Okay, viele Pins, ne. Oha, ja, wie viele Pins. Okay, nicht so gut. Okay, die nächste 5 verbleibende. Ich denke, hier ist nix. Es kann aber alles sein. Okay, ist nix. Es kann alles passieren, mein Mann. Ach, hier. Okay, 4 eigentlich auch nichts, ne. Ey. Komm jetzt! 5 verbleibende, ey. Haben wir wieder nichts, oder was? Ey! Die Megaboxen sind schon zu Ende. Ey, was? Ey, ich bin ein bisschen enttäuscht. Wir haben keinen neuen Brawler gezogen. Ey, was ist das denn für Gratis-Belohnungen? Ich würde sagen, Jungs und Mädels, ich hoffe, dass ich auf den nächsten Account nicht enttäuscht bin. Also ja, ich würde sagen, wir gehen rüber. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf den 20k-Trophäen-Account auf jeden Fall. Vielleicht fragt euch, ey, Daniel, was ist das auf jeden Fall für ein Account? Und zwar, es war auf jeden Fall damals ein Projekt-Account von mir. Und ich habe den so am Anfang ein bisschen geführt. Ich habe, glaube ich, damals 5000 Pokale bei den Account auf jeden Fall geschafft. Die 6000 haben wir auf jeden Fall vor kurzem eigentlich gemacht, weil ich habe in den Streams das Ganze gespielt, aber damals war bei mir das Ziel, dass ich 20.000 Trophäen in einer Season erreiche. Jetzt fragst du dich bestimmt, ey Daniel, warum hast du nicht die 20.000 Trophäen auf jeden Fall auf diesen Account, weil du musst es eigentlich schon längst haben. Ganz einfache Antwort, Jungs und Mädels, und zwar letztes Jahr im Sommer hat auf jeden Fall Brawl Stars den Hype leider verloren. Ich bin wirklich live gegangen, keiner hatte mehr Bock Brawl Stars zu spielen und es hat auf jeden Fall keinen Spaß gemacht, deswegen heißt mein Kanal Daniel FN und nicht Daniel BS und so, weil ich dann meinen Content gewechselt habe. Dann habe ich den Content zu Fortnite gewechselt und der Brawl Stars Hype ist jetzt auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Deswegen mache ich jetzt auf jeden Fall wieder Brawl Stars Content. Auf diesem Account sind es auf jeden Fall 35 Brawler und ja, uns fehlen auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viele Brawler, wie ihr auf jeden Fall hier auf jeden Fall erkennen könnt. Aber wir haben sogar legendärische Brawler schon gezogen, und zwar Surge und Crow. Das ist auf jeden Fall extrem krass. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir jetzt noch einen legendären Brawler ziehen werden, damit es auf jeden Fall der dritte sein wird. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall mit den Star Drops. Und zwar, ich würde sagen, Abfahrt. Wir tippen auf jeden Fall drauf. Episch und nix. Mythisch und 200 Credits. Das ist stark. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht aus einem Star Drop, muss ich ehrlich dazu sagen. Episch, Pin, nichts Neues. Episch, 200 Münzen. Geht so, geht so, geht so. Nicht das Allerbeste, besser als gar nichts. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was habt ihr auf jeden Fall von diesen Star Drops und Megaboxen auf jeden Fall gezogen. Ja, ich habe auf jeden Fall bis jetzt nicht so viel gezogen, aber wir schauen auf jeden Fall, wie viel es auf jeden Fall am Ende sein wird. Ich bin sehr gespannt, weil, ja, sieht auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall nicht so gut aus. Aber es wird, glaube ich, schon kommen. Also nur langsam. Nur langsam, dann wird auf jeden Fall alles kommen, meiner Meinung nach. Like das Video und abonniere diesen Kanal kostenlos, Jungs und Mädels, weil es sind auf jeden Fall über 80% meiner Zuschauer, die noch nicht abonniert sind. Und wenn du jetzt natürlich jetzt abonnierst und das Video likest, dann kommt auf jeden Fall jetzt ein neuer Brawler. Wenn du das Ganze nicht machst, natürlich wird es auf jeden Fall bei mir nicht passieren. Komm, gönn mir doch. Gönn es mir bitte. Deswegen tu es auf jeden Fall. Komm, Abfahrt. Siehst du, es hat auf jeden Fall nicht geklappt, weil du nicht geliked hast und abonniert hast und du hast dir die kleine Sache nicht gemacht und zwar die Glocke aktiviert. Und wenn es bei mir nicht passiert ist, dann wird es bei dir auch nicht passieren. Ach man, warum hast du dir den Unglück dazu gebracht? Mann, ich wollte dir doch Glück schenken. Und jetzt 500 Münzen, guck mal. Alter, ich bin enttäuscht. Tu es jetzt, damit bei mir jetzt hier Luck kommt, weißt du? Ey, sind aber zu viele Star Drops, Jungs und Mädels. Ich hab's mir irgendwie weniger vorgestellt. Ich stimme die ganze Zeit da drauf und es ändert sich nicht. Es drückt sich weiter, 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 weiter. Es ist unfassbar. Ey, warum ist es so viel? Ach man. Ich wünsche mir, dass wir die 1000 Star Drops zum Beispiel jetzt kriegen oder so. Oder dass wir legendär oder dass wir 1000 Megaboxen kriegen. Dass Supercell irgendwie eines Tages einen Fehler macht. Okay, legendär Abfahrt. Siehst du, ich habe einen neuen Brawler bekommen. Und ich habe endlich Glück bekommen. Und du wirst es auf jeden Fall auch bekommen, weil du auf jeden Fall geliked hast und abonniert und die Glocke aktiviert hast. Vielen lieben Dank. Und diese ganze Glück gebe ich dir das Ganze auch. Ich hoffe, dass es auch bei dir passieren wird. Die Star Drops sind jetzt auf jeden Fall fertig. Ich würde sagen, wir klicken jetzt auf jeden Fall auf die Megaboxen und Abfahrt. 7 Megaboxen, 4 verbleibende, ist nix auf jeden Fall. Genau, nächste
Megabox. Und es könnte was sein. Ah, oh, leider nicht. Leider nicht. Und jetzt? Ich habe noch nie 9 Verbleibende oder 10 Verbleibende gezogen. Das wäre wirklich sehr krass, wenn wir es in diesem Video auf jeden Fall schaffen, so viel zu ziehen. Ist es eine Big Box oder so, dass wir 4 Verbleibende ziehen oder so? Okay, 6 Verbleibende, das könnte was sein. Oh, es ist etwas. Und zwar ein neuer Skin. Ah, oh, für Bull. Ja, es ist besser als gar nichts. Und 5 Verbleibende. Ah, oh, Mensch, das Kinder. Nix. 5 Verbleibende, schon wieder nichts. Doch, 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 die 2 blinken, doch. Was ist? Colt Skin, oder? Ja, ich dachte, ich habe Colt nicht. Spaß, ich habe den Colt. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall krasse Skins bekommen. Leider haben wir keinen neuen Brawler bekommen, oder? Wir haben keinen neuen. Doch, wir haben Boni bekommen. Wir haben Boni bekommen. Warte, warte, wo ist Boni? Boni, hier. Edgar und Boni haben wir bekommen. Ich habe keine Edgar gesehen. Haben wir auch Edgar bekommen? Ich habe den Edgar gar nicht gesehen. Er steht aber beides neu. Okay, kein Plan. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den nächsten Account. Los geht's. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf meinem Free-to-Play-Account. Hier habe ich auf jeden Fall mit euch 6000 Pokale auf jeden Fall erreicht. Und hier spiele ich auf jeden Fall nicht so oft. Ja, damals war es auf jeden Fall mein Free-to-Play-Account. Genau, man konnte sich damals den Brawl Pass für Gems holen. Und deswegen habe ich mir den Account damals erstellt. Und jetzt kann man sich den Brawl Pass nur mit Geld, sag ich jetzt mal, holen und nicht mit Juwelen. Das ist wirklich bodenlos. Mann, ich habe damals wirklich 2 Brawl Pässe gespart, um mir den Brawl Pass endlich zu holen auf dem Free-to-Play-Account. Und diesen Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Es lohnt sich irgendwie gar nicht mehr, den Free-to-Play-Account weiterzuführen, weil es war damals extrem geil, wenn man sich so den Brawl Pass mit Juwelen gekauft hat. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall so ein Feeling auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, wir klicken jetzt auf jeden Fall auf die Star-Drops und wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Wie gesagt, Supercell hat es damals mit diesen Geldwährung auf jeden Fall eingefügt, auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einen legendären Star-Drop. Und was ziehen wir daraus? Brawler, komm. Doch, das neue Brawler, vertrau. Neuer Brawler Grom. Direkt. Direkt neuer Brawler Grom. Ich fasse es nicht. Mythisch. Ich dachte schon. Ich dachte schon, Bro. Nee, nee, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, Daniel, oder? Okay, okay, okay. Episch, noch nichts. Oh, doch, neuer Brawler? Nee, Scan, ich dachte schon, ich dachte schon, ich dachte schon. Okay, okay, okay. Selten, selten, selten. Alles selten, alles selten bis jetzt. Warum selten, Mann? Warum nicht legendär oder mythisch? Okay, aber wir haben epischen Brawler Grom gezogen und ja, das ist auf jeden Fall schon geil, besser als gar nichts. Nehme ich mit, auf jeden Fall. Aber wir brauchen einen legendären Brawler. Ohne Spaß. Das brauchen wir. Wenn wir das nicht in diesem Video bekommen, dann weiß ich selber nicht, was Supercell uns für gratis Sachen gegeben hat. Deswegen, ich würde sagen, ich klicke hier mal ein bisschen schneller und legendär Leon! Nein, 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 das ist der Skin. Okay, okay, ich dachte Leon. Ich wusste nicht, dass ich Leon habe auf diesem Account. Kein Plan, kein Plan. Mythisch? Gadget. Bro, was für Gadget? Was für Gadget? Okay, mythisch? Okay, es hat sich so angefühlt, dass es Brawler wäre. Aber es ist leider kein Brawler. Immerhin, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Dass es wenigstens ja, Pin ist oder was auch immer ein Skin ist, wirklich. Was ich mir bei Brawl Stars wünsche, dass man so Sachen jemand anderen schenken kann. Zum Beispiel, dass man jemanden etwas schenken kann. Zum Beispiel ein Zuschauer, dass ich ihm zum Beispiel jetzt ein Skin schenke oder so. Also wie bei Fortnite quasi. Das wünsche ich mir auch bei Brawl Stars. Die Star-Drops sind zu Ende. Wir fangen mit Megaboxen an. 6 Verbleibende. Es kann sein, dass es etwa sein wird. Nein, leider nicht. Abfahrt, nächster. 4 Verbleibende. Ey, warum so schlecht? Warum 4? Schon wieder 4 Verbleibende. Hä? 5. Nichts, oder? Ja, nichts. Und? 3. Hä? Warum sind es? Ey, warum so schlecht? Hä? 5.
Ja, neuer Cold Skin, ne? Hä? Wir bekommen immer wieder dieselbe Skins. Hä? Ich schwöre dir, da wurde etwas vorprogrammiert. Okay, wir kriegen. Neuer Brawler Fang! Ich dachte, das Skin. Okay, das neue Brawler. Okay, das nehme ich mit. Das ist geil. Vertrau mir, das ist geil. Okay. Wir haben einen neuen Brawler Fang gezogen und wir haben einen Chrom gezogen, oder? Das ist auf jeden Fall der Game Changer. Also, ich nehme das Ganze auf jeden Fall mit. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, wir gehen jetzt auf jeden Fall auf den nächsten Account. Und der nächste Account ist auf jeden Fall mein Main-Account. Jungs und Mädels, das ist auf jeden Fall der letzte Account auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir klicken auf jeden Fall direkt auf die Star-Drops. Ich nehme jetzt auf jeden Fall alles mit, was ich bekomme. Ist auf jeden Fall extrem geisteskrank. Und ja, ich nehme das Ganze auf jeden Fall alles mit. Genau, mein Main-Account habe ich euch auf jeden Fall immer präsentiert. Ich habe geile Brawler. Ja, ich habe auch 4 Rang 30er. Ich habe fast alle auf 25, also auf den Rang 25. Werde ich auch bald machen. Alle. Mir fehlen nur noch ein paar. Das ist nicht viel. Deswegen, ja, es fehlt nicht viel, bis ich alles auf jeden Fall habe. Das wird auf jeden Fall mit der Zeit kommen, auf jeden Fall keine Sorge. Mein Ziel auf dem Main-Account ist, dass ich jeden Brawler auf Power Level 11 auf jeden Fall habe. Mir fehlt es nur noch 5 Stück oder 6, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das ist auf jeden Fall ein geiler Skin. Okay, diesen Skin damals für 30 Gems habe ich mir damals nicht gekauft. Und legendär? Boah, Pam! Ich habe gar keine Skins für Pam. Ey, das Game Changer. Ich habe gerade das Skin von Supercell einfach bekommen. Junge, ich habe gar keine Skins für Pam. Dankeschön, Supercell. Jetzt habe ich einen Skin für Pam. Ey, ich bin wirklich zufrieden. Ich sag euch ehrlich. Weil für Pam habe ich mir. Also, ich wollte schon immer für Pam etwas kaufen, aber ich hatte nie genug irgendwie wählen. Und ich habe meine Blinks immer so für Sachen halt ausgegeben, weil im Brawl Stars sind auf jeden Fall extrem viele Sachen, die man kaufen muss, Pins und viele andere Skins und so. Und ja, allgemein Pam feiere ich jetzt irgendwie nicht. Also ich finde die ganz okay. Ich mag sie nicht, aber sie ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also ich würde so Mittel sagen, Mittelding, meiner Meinung nach. Genau, und das ist jetzt auf jeden Fall das letzte Star-Drop gewesen. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Megaboxen. Bin sehr gespannt, was wir daraus auf jeden Fall ziehen werden. Ey, schon wieder 3 verbleibende. What the hell is that? 7 verbleibende. Okay, 7. 4 und die 3 blinkt nochmal. Okay, Rico Skin. Und Shelly. Das ist geil. Okay, jetzt kriegen wir dafür Pins. Okay, das ist geil. Und 4 verbleibende. 4. Okay, weiter. 3. Oh mein Gott, warum so schlecht? 4 verbleibende. Es ist schlecht. Schon wieder 4. Hä? Ich würde sagen, zumindest, guck mal, wir haben alles geöffnet auf jeden Fall. Auf allen diesen 5 Accounts. Ich schaue mal nach, ob ich meinen Brother upgraden kann. Wie viele Münzen habe ich? Oh, ich habe die 2800 Münzen auf jeden Fall erreicht. Deswegen, ich würde sagen, wir upgraden auf jeden Fall einen Brother auf Power Level Nummer 11. Und zwar, wir schauen nach. Mir fehlen nur noch 5 Brother, wie ich vorhin auf jeden Fall erwähnt habe. Und zwar, wir graden jetzt auf jeden Fall Sandy ab. Komm, Sandy, machen wir jetzt auf jeden Fall so. Und uns fehlen jetzt auf jeden Fall nur noch 4 Brother, damit wir alle jetzt auf jeden Fall Power Level Nummer 11 haben auf jeden Fall. Jungs und Mädels, wenn es euch das Video gefallen hat, Jungs und Mädels, ich würde sagen, liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Falls du irgendwelche Fragen hast oder sonstiges, stell es mir gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte auf jeden Fall alles. Also ich like alles, beantworte alles, falls es natürlich auch eine sehr wichtige Frage ist. Beziehungsweise wenn du zum Beispiel Hi hinschreibst, dann antworte ich zum Beispiel mit Hi. Also einfache Kommentare, einfache Fragen beantworte ich auch. Also ich lese immer alles, deswegen stellt deine Frage auf jeden Fall. Deswegen wünsche ich dir auf jeden Fall nochmal einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen. Ich weiß nicht, wann du das Video schaust. Wir sehen uns bis dann und ciao.